Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder ein Schminki für auf die Augen. Und ich habe mir heute die Lidschattenpalette von Revolution ausgesucht. Diese kleine Forever Dynamic Ambient heißt die. Und ja, die sieht, upala, die sieht jetzt von innen so aus. Ich werde auf jeden Fall heute mit diesem Glitzer Pink arbeiten. Und da habe ich mir nämlich schon überlegt, dass ich mir von Riva Loves Me, habe ich ja von der lieben Annette bekommen im Zuschauerpaket, von Boho Vibes den Eye Gloss. Und das habe ich jetzt mal ausprobiert. Der ist nämlich so schön, klebrig. Und ich hoffe, ne, das ist so eine Textur. Und ich hoffe, dass da der Glitter dann besser drauf hält. Wir schauen mal und wir fangen jetzt einfach mal an, würde ich sagen. Ich hole euch natürlich wieder näher ran. Und werde mir jetzt erstmal meinen kleinen Pinsel raussuchen. Wo ist er denn? Also den habe ich echt lieben gelernt, diesen hier. So, der sieht auch schon so zerfranst aus. Aber der ist echt gut. Also ein wenig näher, damit ihr auch alles sehen könnt natürlich. Ja, ich werde jetzt erstmal diese Farbe hier nehmen für die Grundierung meines Augenlides. Ja, das ist auf jeden Fall so eine Hautfarbe, ne? Und dann kann man das Auge schön mit grundieren. Ich finde das immer gut, wenn solche Farben in Paletten drin sind. Es ist nicht immer so eine Farbe dabei. Also ich habe auch schon Paletten gehabt, wo so eine Farbe zum Grundieren nicht dabei ist. Und das finde ich eigentlich sehr schade. Highlighter habe ich jetzt auch noch nicht aufgetragen. Müssen wir nachher noch. Weil ich hier erstmal das Augen-Make-up fertig haben wollte. Genau. So. Also ich glaube nicht, dass ich hier nur in rosa bleibe. Ich werde mir jetzt dieses dunkle Braun nehmen und mir in die Lidfalte setzen. Also das lässt sich schon mal gut auftragen. Und es lässt sich, aber das ist so ein Braun-Lila, glaube ich. Ja. Das lässt sich auf jeden Fall schon mal schön direkt mit ausblenden. Das finde ich nämlich gut. Ich packe mal das hier bis vorne hin und ziehe mir das ja hier wieder schön raus. Ihr seht, ne, das ist ein bisschen lila angehaucht. Das wird auf jeden Fall hier heute hier oben eine dunklere Abteilung. Weil ich möchte nämlich unten dieses Rosa, also nur dieses Rosa nehmen. Und da bin ich echt gespannt, ob ich das gut aufgetragen. Ich nehme mal so ein bisschen einen Puschelpinsel zum Ausblenden, ob ich das halt gut aufgetragen bekomme, was ich mir da überlegt habe. Fallout hast du fast gar nicht. Du hast ein bisschen gekrisselt in der Palette, aber das ist jetzt, nicht so dolle. Das geht. Und deswegen finde ich das bis jetzt ganz gut. Wie gesagt, das ist nicht nur braun. Also für mich hat das jetzt so einen leichten lila Stich auch da drin. Was natürlich auch gut zu diesem, zu dieser Palette passt, ne? Weil wegen dem Pink und so. So, wieder Puschelpinsel und schön verblenden. Man kann ja immer noch ein bisschen nachgehen später. Halt so ein bisschen dunkel auftragen. Das tue ich hier noch ein bisschen hin. Das halt auf der anderen Seite ist es nämlich etwas dunkler als da. Ziehe das wirklich bis hier vorne in den Innenwinkel rein. Man soll ja immer mal wieder was Neues ausprobieren, ne? Oh, eigentlich mache ich das hier vorne. Ah, da wird es auch noch ein bisschen heller werden. Aber so
lassen wir das jetzt erstmal. So, und jetzt werde ich das nämlich auftragen. Und dann bin ich mal gespannt, ob die Farbe hält. Ja, das ist so ja ein Gel. Ich habe das schon irgendwie auf der Hand ausprobiert. Und deswegen, also, das klebt richtig. Deswegen werde ich mir das jetzt, also ihr seht das so, hier einfach mal auftragen. Ich mache jetzt erstmal eine Seite, bevor wir die andere, weil ich glaube, wenn das zu sehr antrocknet, dann pappen die Kristalle da nicht mehr dran. Wenn das natürlich jetzt sowas ist, wie ich es mir vorstelle, dann wird es richtig gut. So, ich gehe jetzt da in den, na, also ihr seht, der ist sehr, sehr, ja, krisselig. Aber da das ja wirklich nur so Schimmerpigmente sind, setze ich mir den jetzt auf diese auf diesen Eye Gloss. Und ich glaube, das wird was. So, presse mir das richtig schön da drauf und der hält. Das ist gut. Jetzt habe ich endlich da mal was gefunden. Ja. Ich verblende mir das jetzt so schön miteinander. Obwohl, jetzt bin ich überlegen, ob ich da eine andere Farbe für nehme. Ich glaube, jetzt werde ich mir... Also ihr seht das, ne? Das ist richtig so lose. Aber schön. Aber ich werde mir jetzt... Ich gehe jetzt hier oben in dieses Rosa rein. Und werde das mit dem Braun, Lila verblenden. Klar, du hast jetzt überall ein bisschen Glitzer hier, ne? Das lässt sich nicht vermeiden. Aber das gefällt mir ganz gut, weil es bleibt da, wo es sein soll. Danke, Ramona. Ach, Ramona sag ich schon. Ich komme schon total durcheinander. Danke, Annette. Mein Gott, es tut mir leid. Danke, Annette. Ich habe ein bisschen was an den Wimpern. Was du mir da geschickt hast, ne? Das war, also der ist mega. Das ist toll. Spitzenmäßig. Machen wir die andere Seite. Aber man muss halt schnell sein, ne? Sonst trocknet der dir so an. Und der soll ja halt noch ein paar Glitzerpartikel auf dem Auge lassen. Oh, da bin ich begeistert. So, jetzt gehe ich wieder da rein. Oh, ja, das ist so. Oh, guck mal, da sieht das. Aber gut. Das ist klar, wenn man so eine Farbe in einer Palette hat, dass das so ja, krisselt, weil es halt so lose ist. Ne? Mhm. Guck mal, ich habe jetzt auch viel auf den Wimpern. Oh mein Gott. Das hält. Oh, ich habe nämlich mich echt gefragt, wie in Gottes Namen kriege ich dieses Glitzerzeug auf mein Auge und wie in Gottes Namen bleibt es auf meinem Auge. Das habe ich mich nämlich die ganze Zeit gefragt und jetzt sehe ich, dass es funktioniert und das freut mich total. Mit diesem muss hier noch ein bisschen höher gehen, sonst geht das nicht so mit der anderen Seite irgendwie konform. Und das freut mich. Das freut mich total. Yay. Leute. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber... Oh. Ja, halt sie doch in die Kamera. Ich habe Glitzer über... Ja gut, das lässt sich nicht vermeiden bei diesem... Bei diesem Schätzchen an Palette. Oh. Also Glitzer hast du auf jeden Fall überall. Oh mein Gott. Das muss ich ein bisschen wegmachen. Ne? Das ist sonst... Ja, also Glitzer hat man dann auf jeden Fall überall. Aber es ist so nicht schlecht. Das gefällt mir ganz gut. Jetzt möchte ich hier noch das Braun. Mir hier noch etwas dunkler machen. Mm.
bisschen ausblenden. Na, jetzt macht er mir Flecken. Da bin ich jetzt nicht so begeistert von diesem Fleck hier. Das sieht sehr seltsam aus. Bestimmt wegen dem Kleber. Okay, bestimmt wegen dem Kleber. Okay. Ja, das ist... Gehen wir einfach noch ein bisschen Glitzer drüber. Mal gucken. Aber das irgendwie... Sieht seltsam aus. Eine andere Seite noch. Ja, gut. Das wird fleckig, wenn man da noch hinterher geht. Also, wenn man da übers Glitzer geht, wird es da fleckig. Also sollte man das doch auf jeden Fall mit der dunklen Farbe vorher machen. Aber, ja. Das ist nur... Ja, das ist jetzt so. Muss jetzt durch. Ja, dafür macht man ja auch die Schminkis. Um zu gucken, was geht und was geht nicht. Ja gut, ich lasse das jetzt einfach so, ne? Ich glaube, es wird nicht besser. Unten hin. Was setzen wir unten hin? Unten werde ich mir den hinsetzen. Der leuchtet, der glitzert nämlich auch so schön. Und dann schauen wir mal, was der so sagt. Oh, der hat aber... Der fällt so voll runter. Also, das heißt, ich muss einen anderen Pinsel nehmen. Okay. Okay. Ich muss einen anderen Pinsel nehmen. Einen weicheren Pinsel. Einen weicheren Pinsel. Ja, da ist so ein weicher Pinsel dann schon besser, ne? Kann man das aber schön wegmachen. Das bleibt dir nicht da, halt außer das Glitzer. Und das ist jetzt ja halt so eine etwas hellere Farbe, ne? Zieh die auch noch hier so rein. Also ich wusste vorher wirklich nicht, was ich mache. Ich habe mir nur gedacht, ich nehme dieses Rosa auf jeden Fall, dieses Glitzerrosa. Das sollte auf jeden Fall sein bei der Palette, weil ich glaube, deswegen bestellt man sich die auch wegen diesem Glitzer. Oh mein Gott. Leute. Oh. Ja, und auf Schwarz siehst du Glitzer ja noch mehr. Okay, dann sind wir da soweit fertig. Jetzt möchte ich mir aber vorne doch was Helles hinsetzen. Und da werde ich mir wirklich diese Farbe hier nehmen, ne? Die hellste Farbe. Und setze mir die halt vorne hin. Oh, die geht ein bisschen unter. Die siehst du gar nicht. Okay. Finger. Kleiner Finger. Da siehst du dann schon mehr. Immer. Ja. Okay. Das ist dann... schon eher etwas, was Sinn macht, ne? Sieht ein bisschen schmutzig aus alles, ne? Aber gut. Ja, ich habe da auch schon welche gehabt für den inneren Augenwinkel, der mehr Bäm gemacht hat. Aber okay. Arbeite mit dem, was du hast. Ne? Man will ja auch keine zweite Palette oder noch einen Highlighter rausholen oder so. Apropos Highlighter. Wir werden jetzt hier den von Rival de Loop, den Liquid Highlighter nehmen. Da muss man etwas aufpassen, weil der flüssig ist und der haut da mal richtig rein. Ich werde mir den hier auf den Handrücken so einen Klecks mal geben, weil dann seht ihr das. Der glitzert ohne Ende. Und da muss man echt, echt vorsichtig mit sein. Ich hatte den jetzt schon mal ausprobiert und deswegen nehme ich jetzt meinen Highlighter-Pinsel. Gehe da nur ein Müh erstmal rein, tupfe mir das hier so drauf und verteile mir den, weil der hat richtig Vamps. Ja. Also nachholen kannst du immer noch. Aber ich hatte beim ersten Mal auch zu viel drauf getan. Oh, meine Güte.
Also da hat es richtig Vans auf den Wangen gemacht, aber so, ne? Ein bisschen nehmen und auf die andere tupfen. Diese Liquid Highlighter sind halt, ja, ein bisschen schwieriger wie die Puder Highlighter. Aber der ist auch auf jeden Fall sehr schön und ja, den habe ich ergattert. In günstiger wirklich, den hatten sie runtergesetzt beim Rossmann und da gucke ich dann immer halt in der Abteilung, oh, was kannst du heute für Schnäppchen machen? Und dann war der da und da habe ich den halt mitgenommen. Und muss ich echt sagen, hat mich gefreut und finde ich gut. Also wenn man Glitzer mag, kannst du damit nichts verkehrt machen. Gut, dann verteilen wir jetzt noch ein bisschen, ne? Weil too much is too much. So, ich mag das auch noch so ein bisschen hier auf dem Kinn geben. Also wo ich das Video heute drehe, also ich drehe das Video heute an unserem Hochzeitstag. Ja, wir haben heute Hochzeitstag, 21 Jahre. Und ja, David ist arbeiten und ich habe heute frei und ja, schon alles gemacht, wirklich in der Bude. Und da habe ich mir gedacht, ach komm, machst du doch ein kleines Schminki. Boah, jetzt habe ich gleich wieder zu viel genommen. Ich habe noch ein bisschen was auf den Handrücken, das werde ich mir aber gleich noch hier oben an meine Augen machen. Also ich musste richtig gut verblenden, ne? Richtig, richtig gut, weil sonst ist es wirklich, Also aber wenn du glitzern willst, dann nimmst du den, ne? Mehr wie Glitzer geht nicht. So, kleiner Pinsel. Ich nehme den Rest hier auf von... Ich hatte doch irgendwo noch einen Schieber. Da ist er. Und setze mir hier noch... Na, da kommt jetzt nichts mehr. Geh mal hier noch an die Pipette. Ne? Und setze mir den hier ganz... sparsam mit umgehen mit diesen Highlighter. Und da hat man, glaube ich, auch, ja, den hast du länger was von der Seite. Den knallst du dir so wie ich dann immer irgendwo drauf. Da ist ein bisschen viel auf den Wangen, Leute. Ah, was hat sie wieder gemacht? Was hat sie wieder gemacht? Menu. Wo haben wir denn hier? Da. Foundation Pinsel. Gehe ich noch ein bisschen drüber. Der ist fester. Seht ihr, da kann man den Highlighter noch richtig schön verteilen. Genau. Ja, ich glaube, so können wir es lassen. So können wir es lassen. Ja, was mir halt nicht so gefällt, ist wirklich, dass das so fleckig geworden ist. Ne? Ja, aber gut. Ist jetzt ja wurscht. Da weiß man fürs nächste Mal Bescheid, wenn man wirklich dieses, ja, diesen Eyegloss, ich denke, den wird es auch noch anders geben, diese Eyegloss von anderen Firmen und so. Wenn man den benutzt, sollte man wirklich nicht mehr mit dunkler Farbe dann da drüber gehen, weil man sonst diese Flecken hat. Naja, also als Mascara habe ich mir heute ausgesucht von Manhattan Ultimate Long & Curl Mascara. Mal gucken, die habe ich noch nicht ausprobiert. Die hat ein, interessantes Bürstchen. Riecht sehr angenehm. Kunsthaarbürstchen. Und so spiralförmig aufgebaut. Schauen wir mal, was die so kann. Aber das ist ja auch gut, dass man diesen Test mal macht. Also das Glitzer, muss ich ja sagen, das bleibt jetzt aber auch super auf den Augen, dank diesen, diesen Eyegloss. Habe ich auf jeden Fall jetzt was, weil diese Schimmersachen kann man immer ganz schlecht ohne so ein Gloss oder so ein Kleber benutzen. Und deswegen bin ich jetzt echt froh, dass ich den in meinem Zuschauerpaket hatte. Da freue ich mich echt drüber, dass ich den jetzt auch so, ja, dafür dann gut gebrauchen kann. Also diese Mascara hat einen schönen Griff, finde ich. Die ist so schön lang. Das gefällt mir richtig gut.
bis jetzt macht sie mir auch für die erste Schicht schöne Wimpern. Sie gibt Farbe ab. Ich mag das nicht, wenn wirklich so bei der ersten Schicht du schon keine Farbe hast. Na, dann denkst du auch, hallo. Hast du manchmal teuer Geld für bezahlt und kriegst keine Farben auf deine Wimpern. Schicht 1. Man hat auch nicht zu viel Produkt. Gut, vorne musste man abstreifen, aber das ist ja, ne, hat man ja eigentlich immer, dass man vorne so ein bisschen so ein Klümpchen mal dran hat oder so. Geht da ja wirklich noch von oben einmal rein, einmal drüber über meine Wimpern. Hier machen wir ja immer nur zwei Schichten. Das ist eine schöne Mascara. Die gefällt mir. Ja, da kannst du dir schöne Wimpern mit zaubern. Auf jeden Fall. Du, 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 du. Ich habe da ja so eine riesen Box mit Mascaren drin, die ich ja auch immer regelmäßig hier teste und so. Aber die ist auf jeden Fall schon mal richtig, richtig gut. Einmal noch hier so ein bisschen rein in die kleinen. Auf der anderen Seite auch. Ah, gefällt mir richtig gut, die Mascara. Ja, die gefällt mir gut. Also Manhattan Ultimate Long and Curl Mascara hat den Test bestanden und darf dann natürlich bei mir bleiben. Als Lippenstift habe ich mir heute einfach rausgesucht von Wet n Wild den Just Garnet E538A. Das ist diese Farbe. Hallo. Willst du wohl scharf stellen? Ich muss aber weggucken, dann stell das vielleicht scharf. Ja, das ist so eine ja, bärige Farbe. Das ist diese hier. Ich glaube, die passt ganz gut zum Augen-Make-up. Wow. Hallo, der ist da. Okay, der passt da eher nicht zu, also zu den unteren, zu der unteren Farbe. Passt der eher? Gut, ich habe jetzt keinen Lip Liner. Man merkt's. Guck mal, hier immer so. Aber das ist ja eine schöne, knallige, bärige Farbe, ne? So. Und aber ich möchte das noch ein bisschen heller haben. Deswegen werde ich mir noch so einen Drop von diesen Highlighter nehmen. Ja, da ich ja einfach hier so dran gehe. Zack, 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 zack. Da habe ich den am Finger. Und dann packe ich mir den nämlich hier drauf. Und schon hat man. Vielleicht mal eine Farbe heller. Eben noch hier was nehmen. Nun hast du einen, ja, metallischen. Also der war jetzt nicht matt, aber so einen metallischen Look dann halt, ne? Und das mag ich. Das mag ich. Fertig. Spiegel weg, ihr kommt wieder ein bisschen weiter weg. So. Genau. Ja, das ist mein fertiger Look. Ich muss mal eben noch im Spiegel gucken. Mein fertiger Look von, ja, von der Revolution Forever Dynamic Ambient Palette. Ja. Ihr könnt ja wirklich sehen, also ich habe diese Farbe genommen für.
meine Lidfalte. Das ist eher so braunbeerig, braun-lila. Dann haben wir halt dieses Bam genommen, ne, mit dem Eye-Gloss. Und das, würde ich sagen, klebt richtig gut. Man hat da nichts verschoben oder nur den Glitzer hier unten. Allerdings muss ich dazu sagen, sollte man, wenn man diesen Eye-Gloss aufgetragen hat, halt nicht mehr mit der dunklen Farbe da rangehen, weil sonst hast du wirklich diese Flecken hier. Ja, aber das geht noch. Und die unterste habe ich dann, für die untere Farbe habe ich dann den hier genommen. Ne, diesen schönen, bärigen Ton und dann halt etwas, ja, Highlighter ins innere Augenlid. Genau, und das ist ja der fertige Look und ich würde sagen, kannst du jetzt mit rausgehen. Wenn man jetzt so die Augen dann wieder hat, dann sieht man auch diese Flecken nicht. ja, aber, also das gefällt mir mit dem Rosa, mit dem Glitzer. Super Palette, kann ich nur jedem empfehlen, aber wirklich mit so einem Eyegloss dabei, ne? Mit so einem Klebi, weil sonst funktioniert das einfach nicht. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, meine Lieben. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, bla 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 bla, vergesst das Abo nicht. Einfach so wie immer. Genau. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, meine Lieben, einen wunderschönen Abend. Bleibt gesund, ne? Wenn ihr das nicht seid, dann werdet schnell wieder gesund. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht es gut, einen dicken Kuss von mir und Arrivederci.